Das ist die berühmte Kirchenstraße. Ja. Da laufen die Stockenten. Aha. Und fressen sich satt. Und fressen sich satt? Also nicht die Vögel. Die Stockenten. Die Walker. Die Nordic Walker. Die Stockenten. Die Stockenten. Und tun sie uns auch die Barbe. Ihr habt Spaß mit deinem Opa, hä? Ja, das ist bei Kimmitz, das ist bei Tatsache. Das ist Tatsache. Gut, wenn man ehrlich sei, wenn es ein Nahlang und Asnerbohr ist, okay, Problem. Nee. Das ist okay. Das ist Mundraub. Einmalig. Aber wenn sie, wir haben schon gehabt, die holen 40, 50 Pfund. Ja, dann nehmen wir so Tüten mit und machen es voll. Die Tüten, die kommen und haben 50 Pfund und holen Reisen einfach hoch. Das ist doch eine Frechheit, doch das. Ja. Wenn sie ein paar essen, das ist okay. Ja. Ganz offen und ehrlich. Ja. Ich meine, da ist nichts dabei, aber nicht in dem Stil. Ja. Ja. Bei uns ist einmal der Nachbar gekommen, da drüben. Englitz Herbert, du kennst ihn doch. Freilich. Du warst schon erst letztens dort. Ja. Sag ich dir, du pass einmal auf, hat er gesagt. Da könnte einer, der haut immer 40, 50 Pfund Kirschen. Hat mir seine Autonummer gegeben. Ich hab's aufgeschrieben, habe die Polizei angerufen, hat die Polizei gesagt, ja, sie können mir die Nummer nicht geben, ich soll ihn anzeigen. Ja. Hab ich gesagt, anzeigen tue ich noch nicht. Ja. Wir waren da auf dem Baum, wir haben so einen 8, 11 Kastenwagen geholt, sagen gerissen, fährt da ein schöner Geländewagen auf. Ich gucke hoch, denke, ja, dich die Nummer. Bin ich nachgefahren und da beim Engelsherbo, wo es predigt, bin ich glatt rechts reingefahren. Ja. Stoppt. Ich habe gesagt, geil, du hast die Kirschen roh. Er hat nichts gemacht. So, das passt gut, habe ich gesagt. Da sind wir gerade bei einem Engländer, da haben wir deine Nummer gehabt. Ja, habe ich gesagt, du, ich war bei der Polizei. Hat er gesagt, was, bei der Polizei warst du? Hast du was gemacht? Habe ich gesagt, nein. Lang nicht, die Tasche gibt mir 20 Euro, bin ganz erschrocken. Nein, trotzdem günstige Kirschen. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich will dir was sagen, habe ich gesagt. Wenn du wieder nachgehst, habe ich gesagt, egal wie oder was, dann zeige ich dich an. Ja. Zwei Tatsache. Ist auch und richtig. Was dann war ein Rentner aus Rödlein und hat drei Miethäuser. Ja. Oder drei Miethäuser hat er. Na, das ist Zeug gestohlen bei euch. Ja. Das siehst du mal, aus das Rödlein. Ist doch, ist doch eine Frechheit. Habt ihr gehört, Rödleiner? Welcher Rentner von euch klauten im Lindach genau, die Kirschen? Ich hab das